Don't get left behind on the road. Hallo, ich bin der Marcel Prost, ich bin 12 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz und bin ein Junge, der ein Gymnasium besucht. Und ich bin interessiert an Theater, Schauspiel und Synchron. Ich hatte bis jetzt noch nicht ganz so viel damit zu tun, aber ich hatte glücklicherweise eine Rolle bekommen als Tom Black in dem Hörspiel Die kleine Hexe Juno Naseweiß. Dankeschön. Ich freue mich, mit dabei gewesen zu sein und das Ganze machen zu dürfen. Das ist für mich eine sehr, sehr große Ehre. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich kann es einfach nur noch weiterempfehlen. Es ist einfach klasse. Ja, das bin ich. Wie bin ich zu der Rolle gekommen? Ja, das ist eigentlich spontan gewesen. Ich bin nach dem Zelten aufgemacht, habe ein paar Berufe mir überlegt, die ich vielleicht, wenn ich größer bin, erlernen kann. Da kam halt eben von meiner Sicht aus Schauspiel und Synchron. In das Sichtfeld. Und vom Synchron her, das kann man ja schon, da gibt es ja keine richtige Altersfreigabe, beziehungsweise ab wann man das machen kann. Und man kann es ja schon als Kind, beziehungsweise ich bin ja 12 Jahre alt, ja doch, ich bin noch ein Kind, da muss man ja nicht 18 Jahre alt oder so sein, laut Deutschland. Und mir hat das Ganze dann halt eben gefallen. Ich habe mir dann ein paar Seiten durchgelesen, bin auf Instagram gegangen, habe dort Santiago Ziesma gefunden, beziehungsweise den Manager Marcel. Ich glaube, ein oder zwei Monate darauf haben sie eine Art Bewerbungsphase gedreht, beziehungsweise gemacht, wo man sich dann auf YouTube bewerben konnte mit einem kleinen Vorstellungsvideo mit der Stimme. Und dann wurde ich halt eben angenommen. Das Ganze war halt eigentlich relativ spontan. Und dann durfte ich halt eben bei dem ersten Hörspiel mitdrehen und das sogar mit einer ehrenvollen Person. Also im Grunde genommen würde ich an meiner Rolle jetzt nichts Direktes ändern lassen wollen. Ich finde die Rolle perfekt, mir gefällt die Rolle, ich mag es, sie zu sprechen und nur, ich habe da eigentlich nichts dagegen gehabt, was dagegen spricht oder was ich ändern lassen wollen würde. Weil es mir einfach gefällt. Ich finde es toll, es ist klasse und es gefällt mir. Allein schon die Situation oder in den Szenen, in denen meine Rolle vorkommt und auch die Rolle von meinem Charakter, der Bruder. Ich finde, das passt einfach zusammen. Das ist einfach toll. Das sind zwei tolle Charaktere, die mir sehr gut gefallen und deshalb würde ich da eigentlich nichts dran ändern wollen. Also am meisten freue ich mich darüber, dass es jetzt so eine Art Autogrammkarten gibt und man die jetzt halt so unterschreiben kann, den Leuten zusenden kann. Das Ganze finde ich halt super toll. Ich finde es toll, dass es allgemein mal so eine Möglichkeit gab. Ich freue mich schon auf die Zukunft und ich hoffe, dass ich da auch nochmal so eine Rollen bekommen könnte. Oder auch vielleicht werde. Mal schauen. Ich würde mich halt tierisch über sowas freuen. Und ja, sonst bin ich eigentlich ein ganz normaler Junge, der eine Schule besucht. Noch ein paar Worte zum Schluss. Ich bin dankbar, dass ich dieses Interview hier drehen durfte. Ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein durfte. Dass ich die Autogrammkarten habe, dass es ganz einfach so perfekt abgelaufen ist, obwohl ich ja Schulstress hatte. Ich habe ja jetzt 9 Stunden Unterricht, beziehungsweise 9 Schulstunden. Und es hat trotzdem stressfrei funktioniert, sogar noch abends. Und vielen Dank.